Willkommen zu einem neuen Unboxing-News-Video. Diesmal möchte ich auf die neue Drohne von Parrot zu sprechen kommen. Das ist die Parrot Disco und das ist ein Starrflügler mit einem Propeller als Antrieb hinten und ja, verschiedenen Kameras eingebaut, zwecks Landung und Steuerung, aber auch für Videoaufnahmen. Ja, die Drohne kostet, die Starrflügel-Drohne kostet 1299 Dollar, ebenso in Euro 1299 Euro. Man bekommt dafür die Drohne, dann den neuen Sky Controller und dann diese Virtual Reality Brille, wo man dann auch die Aufnahmen, also die Bilder aus der Kameraperspektive sehen kann und die Drohne auch mit Hilfe der Kameraperspektive steuern kann. Also da sitzt man dann praktisch wie in einem Cockpit, in einem Flugzeug und fliegt selber und ja, steuert so dann die Drohne. Also eigentlich ein sehr, sehr, sehr gutes Teil. Für dieses Geld, ja, in diesem Umfang der Technik, was man da bekommt, ist es gar nicht mal so teuer. Da gibt's ja, Quadrocopter, die ebenso viel kosten. Und das Tolle an der Parrot Disco ist, man kann 45 Minuten ungefähr im Flugbetrieb bleiben. Und ja, also 45 Minuten Flug, 2 Kilometer Reichweite hat der Controller und die Drohne. Und ja, kann das Ganze auf Sicht steuern oder eben auch mit der VR-Brille. Und ja, es sind verschiedene ja, technische Unterstützungen eingebaut. Also zum Beispiel der Start erfolgt einfach, indem man die Drohne in die Luft wirft und dann steigt die Parrot Disco automatisch auf 50 Meter hinauf und kreist dort so lange, bis der Pilot die Steuerung übernimmt. Ja. Dann gibt es auch die Funktion, dass die Parrot Disco Drohne automatisch zur Startposition zurückkehrt. Funktioniert mit Hilfe von GPS. Und ja, auch die Landung erfolgt automatisch. Man drückt einfach den Landebutton, wenn die Drohne schon in der Nähe ist. Drückt den Landebutton und ja, dann geht die Drohne in den Sinkflug bis auf 6 Meter hinunter und mit Hilfe von eingebauten Sensoren und einer Kamera unterhalb der Drohne landet die Drohne dann automatisch. Videos sind in Full HD Auflösung möglich. Ja, man bekommt die Virtual Reality Headset dazu, dann den Parrot Sky Controller 2. Also das ist die Brille, die man dazu bekommt. Dann hier ist der Controller. Hier ist die Brille, die VR-Brille. Und hier ist der Controller. Und da kann man auch ein Smartphone aufstecken. Das sieht man hier. Also eigentlich so gesehen sehr gut, sehr gute Ausstattung, sehr gutes Teil. Und ja, es sind wirklich tolle Aufnahmen damit möglich, denke ich mal. Selber probiert habe ich es noch nicht. Ja. Bis jetzt, der Preis hat mich zurückgehalten. Ja,
Aber ansonsten, ich denke mal, es ist wirklich ein sehr gutes Gerät. Und ja, es hat, glaube ich, 750 Gramm. Aber natürlich gibt es da auch einige Sachen, die man bedenken muss. Also diese Drohne fliegt jetzt nicht wie ein Quadrocopter, also die ständig in Bewegung. Da sollte man auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel jetzt den Controller auslässt, fliegt natürlich die Paradisco einfach weiter. Das ist logisch. Also das ist kein Quadrocopter, dann beim Auslassen des Controllers einfach stehen bleibt und in der Luft steht, sondern die Paradisco fliegt weiter. Also da braucht man auch wirklich Platz zum Fliegen. Und natürlich für die Landung benötigt man Platz. Also sollte man das nicht, ja, irgendwo mal schnell im Park, wo man zwischen den Bäumen versucht dann ja zu starten und zu landen probieren. Also das sollte man wirklich auch zuerst einmal auf freiem Gelände versuchen. Man sollte auch nicht auf einer Bergspitze oben stehen und dann versuchen, das Teil landen zu lassen. Also das wird dann auch wahrscheinlich ja schlecht funktionieren, obwohl ja das Gerät so gesehen hält es einiges aus. Aber trotzdem, wie gesagt, es ist kein Quadrocopter und es ist sicher ganz anders zum Fliegen als ein Quadrocopter. Da sollte man sich das auch gut überlegen, ob man da immer wieder mit dem Teil irgendwo raus ins freie Gelände fahren möchte, also Zeit dafür hat auch. Und natürlich, man sollte auch ja, die Gesetzeslage beachten, also welche Vorschriften es da gibt für solche Fluggeräte und ja, alles, was damit zusammenhängt. Auf jeden Fall, es ist sicher ein tolles Gerät. Man kann sicher sehr gute Aufnahmen damit machen. Aber man sollte als zum Beispiel Quadrocopter-Pilot vorsichtig sein, denn es verhält sich nicht so wie ein Quadrocopter. Aber trotzdem sicher ein sehr interessantes und sehr geiles Ding.